auch mal in der Testwelt so umgebaut gehabt. Allerdings mit zwei Petrochemical. Den zweiten haben wir jetzt noch nicht. Ich hoffe, das geht sich auch so aus. Müssen wir jetzt mal ein bisschen darauf achten, ob der mit dem Strom auskommt. Ich denke aber schon. Und ich habe es 13 Minuten laufen lassen. Da, ach so, warte mal. Ach, da ist noch genug drin, Kaktus. Das wäre ungefähr ein ganzer Stack Saplings. Und damit kam er eigentlich gut hin. Das hat er schön weggemacht. So. Dann lassen wir dem mal ein bisschen Energie erzeugen. Ja, und dann hatte mir auch jemand, ich glaube heute war es sogar, in die Kommentare geschrieben, Sticky Pistons kann man auch mit Sticky Risen machen. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Das war nett, das war endlich mal richtig ein schöner, konstruktiver Kommentar. Achso, das ist ja schon Rubber. Nee. Habe ich denn Nahrung bestimmt nicht. Weiß nicht. Habe ich überhaupt noch irgendwo Sticky Risen? Ich kann mir jetzt gar nicht erinnern, dass ich das hier irgendwo einsortiert habe. Ich glaube fast nicht. Da müssen wir uns auch noch mal drum kümmern, um Sticky Risen. Das müsste man dann bei Zeit noch mal ausprobieren. Was können wir denn eigentlich mal so ein bisschen entleeren hier gerade? Hier, das weg. Guck mal, hier ist noch ein Ei. Ach, jetzt haben wir die. Habe ich noch was anderes, was ich da reinschmeißen kann, so lange? Einzaun. Schere, das sortieren wir da hinten ein. Eigentlich nicht. Wir könnten vielleicht auch gleich mal noch ein bisschen Eimerchen voll machen, damit wir Zeugs bei haben. So, hier haben wir noch etwas davon. Pistons lassen wir auch erstmal hier. Ich weiß gar nicht, dieser Wireless Reds. Diese Wireless Transmitter und Receiver, gehören die eigentlich zu Red Power? Ich bin mir jetzt im Moment noch nicht mal sicher. Oder ob das ein eigener Mod war oder so, kann ich im Moment gar nicht so genau sagen. Pass mal auf, wir haben zwei Hähnchen haben wir. Deshalb werde ich das Brot auch lange hier reinlegen. Haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. Eine Redstone Engine habe ich hier auch noch bei. Wäre dann Buildcraft. Und dann werde ich die auch mal voll machen. Wir müssten auch noch mal an unsere Miner. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht mal so einen Offline-Miner-Durchgang mache. Einfach mal so 10 Löcher minen lassen. Nichts anderes. Könnte man da offline laufen lassen. Vielleicht kommen wir dann mal wieder bis zu ein bisschen Redstone und so. Dann können wir auch wieder schön was craften und uns so langsam und allmählich vielleicht mal an unseren Reaktor ranwagen. Wäre ja auch schön. Na komm. Na komm. Wie viel Sprit hast du jetzt hier noch? Mal guck mal, die läuft schon fast leer. Ah, die ist schon fast leer. Die läuft nur 60 Sekunden, also das ist eng. Vor allen Dingen, weil jetzt noch gerade noch die Maschinen hier laufen, die natürlich auch Strom ziehen. Könnte also sein, dass das sich nicht ganz ausgeht hier. Aber die Wasserversorgung sollte stehen. Da ist also noch keinerlei Mangelerscheinung. Die Pumpe schafft das ganz gut. Das bekommt die ganz gut hin. Da ist jetzt auch eigentlich genug drin, aber jetzt wird es natürlich eng. Die laufen dann zwar noch, aber die laufen nicht wirklich volle Pulle. Die verlieren dann Strom. Ja, jetzt fängt es wahrscheinlich langsam an. Ja. Und dann sieht es
Von außen sieht es vielleicht so aus, als wenn der tatsächlich noch gut beisammen ist, ist er dann aber gar nicht. Und dann stimmen die ganzen Werte, die man vorher ermittelt hat, natürlich auch nicht mehr. So, der hat aufgehört. Der läuft jetzt noch nach. Und zwar, ja, das ist noch nicht optimal hier, ne? Habe ich einfach in die Software reingecraftet jetzt. Halt, der sagt jetzt eigentlich nur, wie lange er jetzt noch nachläuft in Sekunden. Müsste ich vielleicht noch schön machen. Ja, weil man einfach sieht, dass der wohl hat er gar nicht. Ja, der hat ja auch nicht mehr genug Strom gekriegt. Ja, beim Test hat es funktioniert. Da konnte man ungefähr sagen, pro Minute so 20 Sekunden Nachlauf etwa. Mal sehen, da kriege ich nichts raus. Ja, und der liefert ja auch nichts mehr. Dann, Mist, wie geht denn nochmal so ein Petrochemical? Der war doch gar nicht so teuer, oder? Zwei Tanks, Rubber haben wir auch, einen Generator haben wir auch noch, Tree-Tap kriegen wir auch noch hin. Komm, was kostet der Geiz, ehrlich? Machen wir erstmal zwei, ne? Zwei Tanks. Wir brauchten zwei Rubber. Tree-Taps haben wir keine, ne? Ne, das wäre ja auch, wenn, dann wäre das Industrial Craft. So, zwei Tree-Taps kann man nicht stacken. Ich guck nochmal. Ach, guck mal, das war doch schon. Und den, ne, den haben wir hier. Ausgezeichnet. So, dann du da, du da, du da, da, du da und du da und du da und danke und tschüss. So. Und wieder zurück. Jetzt immer dasselbe. Habe ich noch. Das ist Stone. Und einer davon. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ganz kühn. Dankeschön. So, ja, danke. Ding, die, ding, die, ding. Ein Petrochemical, bitte. Danke. Einmal hier. Fump. So. Und einmal Versorgung und einmal etwas von dem leckeren Zeug. So, dann laufen die jetzt schon zu zweit, dann füllen die auch besser nach. Ah, guck. Ah, guck, das sieht da schon besser aus. Ich werde jetzt gar nicht lange drauf warten. Zack. Gib Gas, Junge, gib Gas. Wir brauchen mehr Sprit. Weiß gar nicht, wie sich das jetzt so hält. Im Moment läuft nur der Fermenter, muss man bedenken. Die andere ist jetzt auch an. Ja, guck, das schafft er. Das kann den jetzt gar nicht mehr beeindrucken. Wunderbar. Und wenn man jetzt auch noch zusätzlich irgendwie die Maschine laufen hat und vielleicht in der Küche auch noch was brutzeln will, dann haben wir hoffentlich erstmal genügend Energie. Ich mach den mal aus, sonst sammelt der ja nichts für uns. Ja, okay. Jetzt haben wir zwei Eimer haben wir bei. Shit, der Hund drauf. Lass mal eben überlegen. Ich hoffe, ich brauche jetzt nichts anderes mehr für die Hühnerfarm. Wie gesagt, die müssen wir jetzt ein bisschen umbauen. Wollen wir mal sehen, ob das klappt. Muh.
Was irgendwie total schade ist, ich habe das mal ausprobiert hier unter den Option in Control, ne? Da gibt es ja diesen Boost Key. Ich hatte den eigentlich auf Capital, also Caps Lock, gepackt. Und auf meinem Notebook funktioniert das wirklich wunderbar, aber hier, der will einfach nicht schneller rennen. Ne? Also ich kann den einstellen, wie ich will. Der läuft einfach ja, nur mit der normalen schnellen Geschwindigkeit. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Jo, okay. Folgendes. Gucken wir uns mal die Hühnerfarm an. Es sind noch Hühner da. Ich habe nämlich festgestellt, ich weiß gar nicht, wie viel wir letzte Mal hier drin hatten. Im Moment sind es nicht allzu viele. Ich habe festgestellt, die sterben uns hier unter der Hand weg. Das ist alles Essig, so wie das ist. Ich mache mal eben Folgendes. Weg da. Und damit uns die Hühnchen da nicht reinfliegen während des Umbaus. Wie gehe ich denn den jetzt am besten an? Weil da unten, das ist scheinbar zu gefährlich für die Hühnchen, die sterben da und das ist alle nix. Ich hack das erstmal ein bisschen weg hier, damit ich was sehe, damit ich weiß, wo ich bin. Irgendwie weiß ich gerade immer noch nicht, wo ich bin. Hier. Ach so, wir sind genau drin. Alles klar. Das heißt, das ist falsch. Das heißt das. Und der bleibt da. Gut. Wo ist denn unsere Pisten? Die kommt hier weg. So. Und ich muss die da hinsetzen. Genau. Ich nehme mal einen Holzblock, dann kann man es vielleicht besser unterscheiden. Genau so sollte das funktionieren, hoffe ich zumindest. Und jetzt müssen wir mal sehen. Ich hoffe, ich komme jetzt mit den Kabeln hin. So, der ist wieder dran. Ausgezeichnet. Den kommt hier natürlich weg. Nicht? Nee. So, gucken wir uns das mal an, ob das jetzt alles so richtig war. Der Nachteil an der Geschichte ist jetzt zwar so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Hühner das so gut überleben, dass denen eigentlich gar nichts mehr passiert. Aber das ist ja auch erstmal gar nicht schlimm. Die sollen sich ruhig vermehren. Mal eben knacken. Wobei, ich glaube. Nee, Quatsch. Ich bin auch immer noch auf Peaceful. Ich lasse das jetzt auch erstmal so. Damit wir hier. Damit ich jetzt hier keinen Stress kriege. So. Ach so, dafür habe ich ja auch die Software angepasst.
Okay, jetzt wo ich das aufnehme, ist die Software sowieso noch nicht öffentlich. Ich pack die auch mal kurz da rein. Hühnerfarm. Ja, das ist er. Hühnerfarm. Bitte einmal ersetzen damit. Jo. Ist ersetzt. Starten wir mal eben die Kiste neu. So, erstmal macht der. Ich weiß gar nicht, ich glaube 5 Schuss oder so. Wie oft hat er jetzt geklickt beim Start? Habe jetzt nicht drauf geachtet. Könnte ich mal eben reinschauen. Dü dü dü